Ja, es freut mich schon, dass sich die Verantwortlichen des Vereins in dieser sportlich nicht ganz so einfachen Situation für mich entschieden haben und dass ich wieder arbeiten kann. Ich bin jetzt ein paar Monate schon nicht auf dem Platz gewesen und das freut mich, dass es wieder losgeht und dass ich wieder mit den Spielern zusammen da für den Erfolg sorgen darf. Ich habe auch überlegt, ob ich mich in die Tradition der ehemaligen Trainer da einordnen soll und von Meisterschaft reden soll, aber das mache ich mit Sicherheit nicht. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass das 1860 auch mal die zweite Liga akzeptiert und dass wir in dieser Saison einfach diese Aufgabe haben, in dieser Liga bestmögliche Leistung zu bringen und so viele Punkte zu holen, wie es geht. Aber hier eine gute Rolle zu spielen in der zweiten Liga und mit allen anderen Dingen sollten wir uns im Moment nicht beschäftigen. Ja, das war ein Wunsch von mir, weil ich zum einen auch in den letzten Jahren es eigentlich immer so gehalten habe, dass ich immer von Jahr zu Jahr entschieden habe und auch mit dem Verein dann einig geworden bin. Und zum Zweiten geht es auch für den Verein darum, auch mich, meine Arbeit kennenzulernen und richtig einschätzen zu können, wie ich mit den Jungs da mich auf dem Platz verhalte. Und die Zeit wollen wir uns einfach gönnen, bevor wir da jetzt auch für eine längere oder um eine längere Zeit da letztlich verhandeln. Ja, ich werde schon versuchen, dass wir gerade in dieser Situation da auch als mit einer kompakten Mannschaft auf dem Feld agieren, wo wir letztlich aber aus dieser Kompaktheit auch sehr oft versuchen, nach vorne zu kommen, Chancen rauszuspielen, Tore zu machen. Insgesamt muss die Basis schon die Mannschaft sein, muss dieser Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft sein, muss das Miteinander sein, muss Disziplin und Ordnung, die immer irgendwo auch zu meinem Spiel dazugehört haben in der Vergangenheit, muss natürlich schon als Basis vorhanden sein.